Ein sehr einfach zu bauender Plotter ist der hier zu sehende V-Plotter. Andere Bezeichnungen für derartige Maschinen sind Hanging Pen Plotter, Polar Graph oder Rawbot. Im Prinzip ist ein Stift an zwei Schnüren aufgehängt, deren Länge über zwei Motoren variiert werden kann. Der hier zu sehende V-Plotter benötigt zum Betrieb nur einen Raspberry Pi, zwei doppelte H-Brücken zum Ansteuern der Motoren, zwei Schrittmotoren, um die Fadenlänge variieren zu können, und ein Servo, um den Zeichenstift anheben und absenken zu können. Die Mechanik ist bei diesem Modell auf einer Platte von 94×20 cm untergebracht. Darunter befindet sich eine weitere Platte von etwa 90×43 cm. Die effektive Zeichenfläche beträgt damit etwa 56×30 cm. Ein bipolarer Schrittmotor besitzt zwei voneinander getrennte Spulen und somit vier Anschlüsse. Mit einem als Durchgangsprüfer arbeitenden Multimeter kann festgestellt werden, welche Leitungen zu je einer Spule führen. Bei 5 Volt Spannung fließen 150 mA durch eine Spule des Motors und bei 12 Volt 340 mA. Der Motor darf keinesfalls direkt mit dem Raspberry Pi verbunden werden, da dieser nur Ströme bis 2 mA bei 3,3 Volt bereitstellt. Zur Ansteuerung werden daher H-Brücken als Verstärker benötigt. Auf der hier zu sehenden Platine befinden sich zwei H-Brücken mit insgesamt vier Ausgängen. Je eine der Spulen des Schrittmotors muss mit einer H-Brücke verbunden werden. Um den Schrittmotor ansteuern zu können, müssen vier GPIOs des Raspberry Pi mit den vier Eingängen der Platine verbunden werden. Da zwei Schrittmotoren in dem V-Plotter verbaut sind, benötigen wir zwei doppelte H-Brücken und somit insgesamt 8 GPIOs des Raspberry Pi. Den Schaltplan gibt's auf der Projektseite als Download. Im einfachsten Fall kann die Schnur auf der Welle der Schrittmotoren aufgewickelt werden. Dabei sollte diese möglichst nahe an dem Zeichenbrett verlaufen, weshalb die Motoren mit der Antriebswelle zum Brett hin montiert werden. Der Stift ist mit einer Schelle an einem Streifenlochband befestigt. Das Lochband wiederum ist an einem Stück Plexiglas verschraubt. Mit einem Servo kann das Lochband gebogen und somit der Stift angehoben bzw. abgesenkt werden. Der dreieckige Drahtbügel dient der Stabilisierung des Stifts beim Zeichenvorgang. Ist der Stift abgesenkt, so liegt die gesamte Mechanik auf drei Punkten auf der Zeichenfläche auf, womit der Stift nicht hin und her wackeln kann. Im einfachsten Fall kann der Stift mit zwei Schlaufen an den Enden der Schnüre befestigt werden. Auflage und Drehpunkt stimmen somit überein und eine Drehung des Dreiecks bewirkt keine oder zumindest nur eine sehr geringe Auslenkung des Stifts. Je höher die Schnur an dem Stift befestigt wird, umso höher die auf die Zeichenfläche wirkende Kraft. Wird der Aufhängpunkt zu hoch gewählt, so kippt der Stift allerdings nach unten. Die richtige Höhe zu finden ist etwas knifflig. Hier habe ich die Schnüre an zwei Metallhaken eingehängt. Dabei muss die Höhe nicht nach jedem Wechsel des Stifts neu justiert werden, es besteht aber eine etwas höhere Abweichung beim Verdrehen des Dreiecks. Im Prinzip kann der Plotter senkrecht an die Wand gehängt werden, eine kleine Abweichung aus der Lotrechten bewirkt aber eine höhere Kraft auf die Zeichenfläche, was präziseres Zeichnen ermöglicht. Der Nullpunkt des V-Plotters muss zu Beginn eines Zeichenvorgangs manuell angefahren werden. Die Software benötigt vier Parameter. Die Basislänge, also den Abstand der beiden Schrittmotoren, die Länge beider Schnüre im Nullpunkt, sowie die Schnurlänge pro Schritt eines Motors. Dazu wird einer der Motoren um 2000 Schritte bewegt und die Längendifferenz der Schnur gemessen. Diese Parameter sind im Quellcode zu setzen.
Verarbeiten kann die Software Dateien im Format Scalable Vector Graphics, kurz SVG. Erklärungen zur Berechnung der Schnurlängen sowie den Quellcode gibt's ebenfalls auf der Projektseite. Lassen wir den Plotter arbeiten. Geschrieben wird ein zweizeiliger Text. Die erste Textzeile wird am oberen Rand der Zeichenfläche geplottet. Die Geschwindigkeit, mit welcher die Schrittmotoren angesteuert werden, darf nicht zu hoch gewählt werden, da ansonsten der Zeichenstift ins Schwingen gerät. Die Präzision dieses Low-Tech-Plotters ist nicht schlecht. Die Buchstaben mit einer Höhe von etwa 5 mm sind gut lesbar. Die zweite Textzeile wird am unteren Rand gezeichnet. In der Vorlage sind beide Textzeilen auf einer geraden Linie angeordnet, wie zu sehen verlaufen die geplotteten Zeilen allerdings gekrümmt. Nach Abschluss des Auftrags fährt der Stift zurück zum Nullpunkt. Zeichnen wir anstelle der beiden Textzeilen ein Quadrat mit 20 cm Kantenlänge. Beim Zeichnen werden die Schnüre an den beiden Schrittmotoren auf- bzw. abgerollt. Die Schnüre liegen dabei in mehreren Lagen übereinander. Ist eine Schnur kurz, so befinden sich viele Lagen auf der Motorspindel und der Gesamtdurchmesser ist maximal. Ist eine Schnur hingegen auf ihrer Maximallänge, so entspricht der Gesamtdurchmesser der Motorwelle. Daher bewegt sich der Stift pro Schritt umso weniger, je länger die Schnur wird, wodurch die Rechnung der Software nicht mit der Realität übereinstimmt, es kommt unweigerlich zu Verzerrungen. Ein weiterer Grund für Abweichungen besteht in der Flexibilität der Schnüre. Per Hand kann ich eine Kraft auf den Stift ausüben, womit die Länge der flexiblen Schnüre variiert und der Stift aus seiner Sollposition gebracht wird. Je näher der Stift an der Basislinie der Schrittmotoren, umso höher werden die auf die Schnüre wirkenden Kräfte und umso mehr werden diese gedehnt. Daher ist die untere Textzeile auch weniger verzerrt als die obere. Wird der Nullpunkt nicht zu nahe an der Basislinie gesetzt und der Zeichenbereich klein gehalten, so sind auch mit diesem einfachen V-Plotter gute Ergebnisse zu erzielen. Die Verzerrungen fallen nicht auf, wenn das Motiv nicht aus Quadraten und Kreisen besteht. Die Himbeere kann mit drei Vorlagen, eine für jede Farbe, sogar in bunt gezeichnet werden. Um mit einem feinen Stift auch kräftige Linien zu Papier bringen zu können, berechnet die Software kleine Kreise um den zu zeichnenden Pfad. Das Plotten dauert dadurch wesentlich länger, aber das Resultat ist auch aus einiger Entfernung gut zu sehen. Macht Spaß, dem Plotter bei der Arbeit zuzusehen und nach etwa einer Stunde ist die Himbeere fertig. Mit einem größeren Spindeldurchmesser wird die Verzerrung durch das Aufwickeln der Schnüre verringert. Ich habe dazu ein Untersetzungsgetriebe aus Plexiglas mit meiner CNC-Maschine gefräst. Die Bauanleitung zu dieser Maschine gibt's wie vieles mehr auf der Projektseite. Aufgewickelt wird die Schnur auf einem Kugellager mit einem Außendurchmesser von 30 mm. Bei einer maximalen Schnurlänge von 140 cm werden damit nur wenige Lagen übereinander gewickelt. Weiterhin ist die relative Änderung des Durchmessers pro Wickellage deutlich kleiner als bei einem Wellendurchmesser von nur 5 mm. Das gezeichnete Quadrat mit einer Kantenlänge von 30 cm ist in dem gewählten Bereich nur wenig verzerrt.
Das Zeichenbrett befindet sich auf einer Konstruktion aus Dachlatten und kann somit frei im Raum aufgestellt werden. Der V-Plotter deckt hier einen Zeichenbereich im Format DIN A1, also etwa 60 x 85 cm ab. Der verwendete Stift zeichnet kräftige Linien, womit auch ohne Kreise um die einzelnen Pfade das Motiv gut zu erkennen ist. Soweit mein Video zum Raspberry Pi V-Plotter. Was sonst noch zu dieser Maschine zu sagen ist, steht auf der Projektseite. Danke fürs Angucken und bis bald!